Dieses Video wurde zu Unterhaltungszwecken erstellt. Wenn Sie versuchen, die Ergebnisse selbst zu reproduzieren, haften wir nicht für Schäden. Hallo, heute zeige ich euch, wie ich aus einer Märklin-Lok der Baureihe E94 den Antrieb auf einen Hochleistungsantrieb mit Kugellagern umbaue. Zuerst das Motorschild entfernen. Motorschild abnehmen mit Anker und Spule. Jetzt entferne ich die Räder. Dies muss man nicht tun, aber ich möchte die silberglänzenden Räder etwas galvanisch schwärzen. Dazu benutze ich einen Abzieher. So, jetzt entfernen wir noch die Zahnräder. Dazu benutze ich einen Durchschlag.
Das dritte Rad kann ich mit dem Abzieher nicht abziehen, da mir das Gehäuse im Weg ist. Deswegen muss ich versuchen, mit Hebelwirkung, jetzt geht's. So. Ich verwende für das Motorschild ein Kugellager mit Bund, Außendurchmesser 4 mm, Innendurchmesser 1,5 mm, die Dicke beträgt 2 mm. Der Bund ist 0,6 mm. Hier sehen Sie ein Bild. Das ZZ bedeutet, dass auf beiden Seiten eine Deckscheibe vorhanden ist, damit kein Schmutz in die Kugellager eindringt. Da das Motorschild eine Bandstärke von 2 mm hat, das Kugellager aber nur 1,4 mm eingepresst werden kann, wegen dem Bund, muss ich ungefähr 0,5 mm von dem Schild abnehmen. Dazu habe ich mir eine Vorrichtung aus Aluminium gefräst, damit ich die 0,5 mm parallel abfräsen kann. Zum Befestigen nehme ich die zwei Schrauben M2,5x12 vom Motor. Damit beim Fräsen dem Kondensator nichts passiert, werde ich ihn wegbiegen. So, jetzt können wir fräsen. So, jetzt brauchen wir das Hochleistungsmotor-Nachrüstset von Märklin, und zwar die Artikelnummer 60944. Darin befinden sich alle Teile, die wir zum Umbau benötigen. Zuerst den Feldmagnet, dann das Motorschild, und zwar dieses hier. Dann den Anker. Und zwar kommt es hier drauf an, wie viele Zähne unser alter Motor gehabt hat. Es gibt welche mit 7, mit 8 Zähne. Wir brauchen das mit 8 Zähne. Es ist hier schwarz eingefärbt. Hier zum Unterschied. Dann zwei Drosseln, zwei Bürsten sowie Schrauben und eine Lötfahne. Zusätzlich brauchen wir noch zwei Kugellager. Nachdem wir jetzt die 0,5 mm abgefräst haben, werde ich ein Loch mit Durchmesser von 3,8 mm in das Motorschild einbohren. Jetzt müssen wir die Bohrung nur noch auf das Endmaß aufreiben.
und das Kugellager. Einpressen. Für das Gehäuse verwende ich ein Kugellager mit Außendurchmesser 5 mm, Innendurchmesser 2 mm und eine Dicke von 2,5 mm. So, jetzt bohren wir die Bohrung mit einem kleinen Bohrer vor, ungefähr 4 mm. Dann bohren wir auf 4,9. So, nachdem wir die Bohrung aufgerieben und das Kugellager eingepresst haben, kommt der Zusammenbau. Zuerst die Zahnräder, etwas ölen und zwar nur die Bohrung, nicht die Zähne, auf keinen Fall. So, jetzt der Feldmagnet, und zwar nicht so rum, sondern die großen Zapfen nach unten. Dann den Anker, Ritzel nach unten. So, jetzt sitzt er. Jetzt das Motorschild. Jetzt die Schrauben. Wenn man jetzt das große Zahnrad drehen, sollte es ganz leicht gehen. So, jetzt kümmern wir uns um die Räder. So, zuerst entfernen wir die Reifen.
So, zuerst werden die Räder gereinigt, Cleaner. Jetzt mit Aktivator aktiviert. Nachdem wir die Räder jetzt vergoldet haben, werde ich sie schwarz vernickeln. So, nachdem die Räder jetzt schwarz vernickelt sind, können sie montiert werden. Dazu müssen wir die Lager etwas ölen. So, jetzt müssen wir nur noch die Haftreifen wieder anbringen. So, jetzt wird noch die Kohle eingesetzt. So, jetzt werden wir probieren, ob der Motor läuft. Das sieht gut aus. So, lasse ich ihn jetzt mal einige Zeit laufen mit geringer Geschwindigkeit, damit die Kohle sich einschleift. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen.